Ich sehe gerade mehr, dann circa ein Stück bei das Radio Red 2. Wenn ihr Kordrex hier um die Brennstäbe zu finden. Okay. Jetzt würde mich aber vielleicht erstmal verkleiden. Nicht schon wieder, wie ja? Mit Papiertüten vor. Was? Grüß Gott! Ah! Eine Herausforderung für mich. Nein, hör auf! Tief durch. So. Muss hier als Oberleutnant Befehlshaber gehen, ne? Das wisst ihr ja. Ich habe gelesen, die Wissenschaftler führen in der Stadt Nuklearexperimente durch. Aber das stand in Pravda. Also glaube ich es nicht. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal nach Pravda. Die Brennstäbe finden, ne? Reden wir mit dem noch. Wenn diese Wissenschaftler atomare Experimente versauen, verliert jemand seinen Pimmelski. Ich meine es ernst. Da geht ein Weg lang. Nehmen wir mal. Ich weiß zwar nicht, ob da keine Tür ist, aber okay. Hätte man machen können. Weil ich musste irgendwie mal pingeln, dann hast du ja nicht so viel Zeit für Winterschicht. Und dann kann man da einfach mal rausgehen. Aber so? Ohne Tür? Rüberklettern? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich schon eine Weile kein Zug mehr gefahren zu sein. Ja, wisst ihr, das ist auch ein bisschen arg auffällig jetzt. Wir laufen hier rum, ohne dass, ohne dass wir mit dem Auto fahren können. Hilfe! Ich will unterdrücken! Okay. Warum es gibt so viele sowjetische Witze? Okay. Nicht Luft? Sind nicht genug spärlich bekleidete Frauen hier? Warum gibt alle BHs? Die Brennstäbe sind fast alle. Schon wieder. Was denkt sich Miljenkov nur? Wir können keine Kernspaltung betreiben, indem wir Stäbe aneinander reiben. Dieser Eisbrecher bringt hoffentlich bald mehr. Oder ich laufe nach Pakistan über. Wohl. Sensoren des Raumschiffs zeigen erhebliche Strahlungswerte in deiner Nähe an Krypto. Entweder hast du einen akuten Anfall von Licht, oder es müssen Brennstäbe in der Nähe sein. Sehr gut. Ach, da drüben sind sie ja. Sergei wartet mit einem Lastwagen nicht weit von hier. Ich weiß, was du für ihn empfindest, Krypto. Aber du musst deine persönlichen Probleme hinten anstellen und ihn diese Brennstapelbehälter bringen. Weißt du, was hier abging auf einmal? Keine Ahnung. Haha, wenn ihr denkt, könntet mich aufhalten. Bin nicht die Transportfahrzeuge. Problem könnte jetzt aber irgendwie werden. Wir wissen ja gar nicht, was hier abgeht. Danke, Genosse. Ich werde diesen Behälter im Alleingang auf den LKW laden, während du den nächsten holst. Ich kann das Training gebrauchen. Diese Brennstapelbehälter sind wirklich ziemlich groß. Ja. Trotzdem kann er den Sergei sie ganz allein auf den Lastwagen heben. Wirklich beeindruckend. Nachschauen wollen. Jetzt mal wieder. Tschüss. Sperrgebiet. Angriff! Haha, verarscht. Die denken echt, wir können uns fangen nehmen. Vor allem dürften die uns ja erst vergessen haben, oder? Na schön. Spätestens so. Ich muss da hoch. Das kann für uns beide gut laufen. Angreifen! Du bist ersetzbar. So, noch mehr. Luke,
Das soll so sein. Beweg dich! Oder ich beweg dich! Mhm, okay, ich beweg mich. Oh no, shit! Ich hab's fortgeschmissen! Nein! Ich wollte den mal aufnehmen, ich schmeiß es weg. Ja, geil, jetzt müssen wir ihn durchradieren. Scheißdreck. Naja, wenn es so ist. So. Wenn schön ist, ja, so denkt ihr auch hier alle. Angreifen! Widerstand ist weg! In Sowjetunion, wie kreativ! Genießen! Ja, genieß mal! Danke, Genosse! Ich werde diesen Gehälter im Alleingang auf den LKW laden, während du den nächsten kommst. Ja, das ist ein anderes Fahrzeug. Hä? Da ist er. So, perfekt. Lalala. La, la. Tschüss. Das ist fast alles, was wir an Brennstäben brauchen. Ja, ich weiß. Ich geh da ein bisschen zu, sorry, ich hab's nicht abgehört. Ja, ganz nett. Das ist ein anderes Fahrzeug, da ist das andere Fahrzeug. Hallo. Und es ist weg. Es ist halt die perfekte Knarre. Perfekte Waffe wollte ich sagen, um die Dings zu niederzustrecken. Ausgezeichnete Arbeit, Genosse. Das sollte mehr als genug Brennstäbe sein. Ich war mir nicht sicher, ob du der Aufgabe gewachsen bist. Doch. Ah, geht schon weiter. Fällt ja gar nicht auf. Wo kommen die eigentlich alle her? Wie kann ich hier von Zellen zerstören? Das ist aber komisch. Ja, mit das tut dem Arsch weh, genau. Kein Problem, gerne. Betritt das Raumschiff, okay. Wird gemacht. Genau, Telefonzelle geht nicht kaputt, okay. Fliegen, mein kleines Auto. So, betreten. Boxmarkt. 20 haben wir hier. Was macht das? Sprinter löst eine kleine Schockwelle aus.
Kostet 10, nö. Schildhammer auf Maxis. Benutzen wir nie. Todesstrahl. Schild, das kann man nicht. Das kann man auch nicht. Schade, leider, ne? Schrödingers Gedönskatze. Kann man auch nicht. Ionendetonator. Das war eigentlich ganz cool, das Teil, ne? War ich für den Kleinhockern benutzen. Müssen wir uns mal gucken, wie aktiv der ist. Na, jetzt gehen wir ins Raumschiff. So, es sieht so aus, als ob einige unserer Feinde dummerweise den Weg nach draußen blockiert haben. Ich bin nicht schlecht, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Alles gut. Was für mich, Genosse, während ich den letzten Container auf den Lastwagen lade, ja? Es scheint, dass die Obrigkeit auf unsere Anwesenheit aufmerksam geworden ist, Genosse. Normalerweise würde ich sie alle mit einer auf den Rücken gebundenen Hand besiegen. Aber da ich fahre, verfolgst du den Schluss, um sicherzustellen, dass verstöre den Panzer mit deinem Panzer. Wir müssen diese Ladung mit unserem Leben verteidigen. Nur Mut. Hm? Wo? Da bist du. Aua. Ja, ich muss nur kurz die Nebenquest machen. So, jetzt bin ich da. Was geht's? Okay, ist auch kaputt. Gut. So, kurz wegfrittieren. Da ist auch nochmal was. So, ist auch weg. Ist auch noch da. Ja, komm, futsch. Dankeschön. Ich muss jetzt hier G und R halten. Ja, ja, kapiert. Ist, glaube ich, kaputt jetzt. Wir fahren aber noch eine Weile, ne? Machen wir unsichtbar. Lazy ist wieder von alleine auf gerade. Dann finden die uns ja im Grunde nicht so schnell. Du kommst da durch? Ja, gut. Gut gemacht, Krypto. Unsere Fracht ist sicher im Überschuss angekommen. Komm mal rüber zu mir. Wir müssen reden. Okay. Wow, sieh dir das an. Schon erledigt. Und ich hatte gerade erst angefangen. Natürlich trainiere ich regelmäßig. Keine Ahnung, ob du das wusstest. Vielen Dank, Krypto. Sergej und ich können ab hier übernehmen. Darauf möchte ich wetten. Hey, wie wär's, wenn ich einfach hier bleibe und dir helfe? Ich meine, wenn ich schon mal hier bin... Ich bin sicher, Sergej ist ein vielbeschäftigter Mann. Du weißt schon, Botschaften verwanzen, Dissidenten foltern. Das ist sehr nobel von dir, Krypto. Aber ich denke, er wird die Zeit finden. Ich melde mich, sobald wir die Maschinen in den Höhlen ausgeschaltet haben. Bis dahin, halte dich von Ärger fern. Oh. Irgendwie fühle ich die denn da voll um den Finger, habe ich das Gefühl. Nachts. Also, das war kein bisschen herablassend. Er nimmt sich also Zeit für mein Mädchen, während ich rumsitze und meine Phalangiopoden drehe, ja? So läuft das nicht, meine Liebe. Ich habe es alleine durch ein ganzes Spiel geschafft. Ich brauche von niemandem die Erlaubnis, ein paar Affenschädel einzuschlagen. Und schon gar nicht von einer Tussi. Da ist was sauer. Wir brauchen neuen Skin dafür. Bis in seine Rache zu bluten. Ach so. Sibirien-Job. Sibirien-Job, so rum.
fortsetzen. Regenschirmfabrik eröffnet in Tunguska. Niemand hat irgendwelche Explosionen am See bemerkt. Ja, ganz komisch. Ah, hier können wir richtig machen. Schließe alle Ziele in der Sibirien. Echt? Was können wir hier wenigstens rumlaufen wie ein wahrer Russe? Fahren wir nicht mehr so auf. Also ich hoffe zumindest, dass wir nicht mehr so auffallen, ne? Geh mal ins russische Zimmer. Fahren wir schon zweimal nicht so auf. Ah! Bitte Auftragsjäger, die Essensschlange. Kralowski! Hallo, Genosse. Ich bin hungrig und blank. Hilf mir mal aus, wie wär's? Sicher, wenn du mir sagen, welches Getränk vor kurzem für große Probleme in Bay City, Amerika gesorgt hat. Revelate. Das ist ja gar nicht eine echt seltsame Frage, aber die Antwort ist Revelate. Oh, Gott sei Dank, dass du hier bist. Ich bin es so leid, wie ein Russe zu reden. Hast du irgendeine Ahnung, wie schwer das ist? Nicht wirklich. Du wirst es herausfinden. Ich habe einen Auftrag für dich. Dafür musst du undercover arbeiten. Glaubst du, du kriegst das hin? Na, geht so. Hängt davon ab. Was springt für mich dabei raus? Ruhm, Ehre, ja, ich kann nichts bieten. Aber ich will Rache. Ein Verräter hat dafür gesorgt, dass ein Freund von mir verhaftet worden ist. Er ist jetzt vermutlich schon tot, aber der Verräter lebt noch. Er wird hier irgendwo in den Schlangen für Essen anstehen. Ah. Jemanden umbringen. Easy. Lies alle Schilder der Essensschlange. Okay. Fängt hier an. Mhm. Der Zugang ein bisschen von Hand gedrückt, gesetzt und geschrieben sein, der nach Moskau für. Ah. Kann ich da kurz hin? Meine müden alten Augen haben da was entdeckt. Okay, ich brauche nur einen Absprungpunkt. Das sollte reichen. Ah. Ultra fit die Oma hier, du echt. Fällt gar nicht auf. Dann komme ich jetzt hier wieder raus. Machen wir es halt so. La la la. Alte Oma ist nicht komisch. Nö, nö, nö. Gibt es hier noch mehr Schilder und da ist eine Schlange? Ah, da ist es. Wir lesen erstmal die Schilder, ne? Stehpasta vor zu Brei. Ah. Hä? Warum geht jetzt unser Dings da hoch? Oh, da knurrt aber kräftig der Magen, du. Nur mit Termin. Okay, hab ich. So, das nächste. Wartebereich ohne Termin. Sind wir an den Schildern vorbeigedüst? Nö. Es fehlen ja noch vier Stück. Geh weg von mir! Jo, entspann dich. Hallo? Da? Zurück. So. Kein Problem, ist kein Problem. Wissenschaftsstadt könnte Essenspille entwickeln. Dann wäre Stehen in Schlange unnötig. Aber wem mache ich was vor? Ist Sowjetunion. Wir werden Stehen in Schlange für Erlaubnis zu sterben. Habe ich recht, Leute? Hallo?
ist, warum muss ich in Schlange anstehen für Essen? Ausnahmsweise wünschte ich, wir wären nicht alle gleich, damit ich mich an diesen Verlierern vorbeidrängen könnte. Ha! Leningrad schmeckt... Warum füttern wir Proletariat? Ist Wissenschaft Staat? Arbeiter sollten Wissenschaftler füttern. Oh, wenn du meinst... Mann, die meinen es aggressiv. Ich versteh's nicht. Wo sind die restlichen Schilder? Wenn ich sterbe, stirbst du! Hä, ich mach doch nichts. Wissenschaftsstaat wird überrannt von Proletariat mit Wunsch nach Essen. Warum teilen wir nicht Essenspillen? Verstehe ich nicht. Wäre so viel einfacher. Ich hasse mein Leben. Guck mal, gerne Zwillingsoma. Ich bin so hungrig. Ich will an Ohr von Person vor mir knabbern. Moment. Das ist kein Hunger. Vitamine, das hatten wir ja schon. Ich weiß, ich hätte auf WC gehen sollen, bevor einreihen in Schlange. Aber woher sollte ich wissen, ich würde in Schlange stehen für 5 Stunden? Ja, das ist eine gute Frage, Schwester. Wenn wir den Cortex-Scan weitermachen, laufen wir erstmal hier weiter lang. So. Hände bei dir behalten. Ups. Nein! Fresse von Körpern! Ich muss die Oma nochmal loswerden, so. Ich hab jetzt. Was? Wissenschaft statt verteilt Essen, gute Sache. Ich wusste nicht, dass Wissenschaftler sich um Proletariat scheren. Na, gute Frage. Dann geht das Schild da weiter. Das hat man ja gerade. Was ist das für eine Schlange, Alter? Wie viele Jahre wollen die warten? Quetsch mich hier mal durch. Sorry. Weißt du, wer ich bin? Deine Mutter weiß, wer du bist. Scheißdreck, Natascha. Hallo. Das ist das andere Schild. Wir müssen ein ganzes Stück wieder zurücklaufen. Junge, was ist das für eine Schlange? Meine Hüftskiss. Wir sollten Proletariat nicht füttern. Hungrige Menschen sind einfacher zu verprügeln. Klo. So, jetzt müssen wir zurücklaufen, blöderweise. Ah, guck mal, was wir da haben. Oh, ja, ich denke es auch gerade, was man machen könnte. Ja, das wäre so schön. Die ganzen Gehirne. Das. Trottel! KGB haben spezielle wissenschaftliche Essenspillen. Unglaublich nahrhaft! Bäh, macht trotzdem nicht satt. Ja, das glaube ich. Oh, die Oma wird gleich geschändet, du. Ohne Scheiß. Was war das? War ein Breakdance, Bruder. Jetzt müssen wir erstmal lang. Öpf. Fällt nicht auf. Super sportliche russische Oma. Primäres Nahrungsmittel, Wodka. Haben wir es auch mal? Ich bin froh, dass Wissenschaft statt Essensschlangen hat. Jeden Tag diese Pampe zu verteilen, macht der Helm stinkig. Pizzadienst auf Rottenplatz. Das wäre ein Art. Ist immer noch schwierig zu sitzen. Sie haben gefunden heraus, dass ich verräter, aber er hat so schöne Schuhe. Mit Skrupeln kann ich nicht Zeskis wärmen.
Fehlgeschlagen? Nö, erfüllt. Okay. Krypto-Auftragskill, nur 90%. Ach so, das habe ich nochmal gesehen. Upsi. Tragische Todesfälle an Essenschlange. Obrigkeit besteht, dass die Opfer mit tödlichem monogolischen hessischen Sachvirus infiziert waren. Ah, das ist nicht schön. Ah, das ist nicht toll. Aus dem Weg, du Idiot! Wie? Dein Arsch schläft noch. Leute, ich muss zu der Essensschlange durch. Nein, die sie spawnt gerade. Was für eine rassistische Handlung mir gegenüber. Exterminieren. Ach Leute, das ist aber nicht fair. Wo ist das? Ah! Wo ist er? Was war? Illegaler Einwanderer! Ach, jetzt aber. Wir müssen jetzt mal hier hoch. Dann Hauptmission? Hauptmission, oder? Die ist da unten. Beim Einwanderer kann man so jetzt auch wieder nicht sagen. Ne? Wir arbeiten ja theoretisch und versuchen hier uns einzufügen. Aber es klappt halt nicht immer so. Es ist halt nicht immer einfach, als Furone Arbeit zu finden, wenn die Leute so voreingenommen sind und sagen so, ja, die wollen alles töten und die haben sie sind voll rollig. Die sterben ja theoretisch nicht, weil sie sich ja permanent klonen. Aber so einfach ist es nicht. Wir Furonen sind einfühlsame Wesen. Wenn Körperteile wegfliegen, sind wir da voll dabei. Okay, so gemacht. Aber nächste Aufnahmefolge wissen wir dann, was hier abgeht in Furon City. Tschüss.